Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standard Berlin. Und heute habe ich eingeladen den Repräsentanten der deutsch-russischen Industrie, Handels- und Industriekammer Russlands in Deutschland, Sergei Nikitin. Herzlich willkommen. Dankeschön. Das ist richtig. Ich habe ja Ihre Karte, aber es ist ein sehr, sehr langer Titel, den Sie machen. Eigentlich Handels- und Industriekammer Russischer Föderation, Repräsentanz in Bundesrepublik Deutschland. Ja. Ich habe es etwas verkürzt. Ja. Und Sie vertreten ganz Deutschland oder sind in ganz Deutschland vertreten. Dann sind Sie ja ständig unterwegs. Stimmt, ja. Fast jede zweite Woche oder fast jede Woche gibt es die oder andere Veranstaltung deutschlandweit. Und noch wichtiger ist, dass immer wieder kommen Unternehmer oder Geschäftsreisende zusammen mit Delegationen aus Industrie- und Handelskammern der Region. Und da gibt es einiges zu machen, um Unterstützung zu leisten oder bei der Anbahnung von Kontakten, vorbereitenden Projekten zu helfen. Das heißt, nochmal zum Verständnis, wie viele Regionen oder Länder oder Bundesstaaten gibt es in Russland? Also ich würde sagen, also das Kammern gibt es mehr als Regionen. Es sind circa 170 regionale Kammern. Das ist ja auf 365 Tage im Jahr. Jeden zweiten Tag haben Sie Besuch von der Kammer. Gott sei Dank nicht jeden Tag kommt eine regionale Kammer zu uns. Obwohl, das wäre schon wünschenswert, da so intensiv sein würde. Vieles muss man sagen, auch erledigen in der regionalen Kammer selbstständig. Und immer mehr, größere Zahl von Kammern finden selbst einen Weg nach Deutschland und bauen Kontakte aus. Das heißt, dass ca. 35 regionale Kammern haben direkte Kontakte mit regionalen Kammern in Deutschland oder bewegen sich im Kielwater von Städtepartnerschaft und Ähnliches. Nun habe ich ja gedacht, es gibt ja ein Embargo wegen Ukraine 2014 und ich habe gedacht, dass Sie eigentlich nichts zu tun haben, weil es ja keine Kontakte mehr gibt zwischen der deutschen Wirtschaft und der russischen Wirtschaft. Aber das ist ja wohl falsch. Ja, klar, also die Sanktionen schaden selbstverständlich gewaltig. Es geht um Milliardenverluste. Besonders schädlich sind sozusagen amerikanische Sanktionen, weil die sind so ziemlich. Gibt es nochmal extra? Ja, das ist, man hat sich angeschlossen, amerikanische gehen voran und da gibt es sehr viele Forderungen oder Sanktionsaktivitäten, die allein aus USA kommen. Und in Formulierungen, die aus USA kommen, so viel freigegeben, dass das verunsichert Unternehmer. Und man weiß nicht, wie das die oder andere These definiert wird oder erklärt. Und das ist störend. Man kann sich schlecht anpassen. Aber das bedeutet nicht, dass die Sanktionen ganze wirtschaftliche Kontakte gestoppt haben. Wir kommen langsam auf die alte Volumen, die Vorsanktionszeit, ca. 61 Milliarden, das ist schon nicht schlecht. 60 oder 60? 61 Milliarden. 61 Milliarden. Ja, das war früher ein bisschen mehr. Dann war eine Halbierung von erreichten 80 Milliarden. Jetzt geht wieder alles aufwärts. Man hat sich teilweise angepasst, teilweise sind neue Bereiche entstanden in Zusammenarbeit, die nicht von den Sanktionen berührt sind. Und langsam wacht immer mehr russische Wirtschaft. Wir erfahren immer mehr Besuche aus russischen Regionen von Unternehmern, die einiges zu bieten haben für deutsche Partner. Und es ist nicht nur IT-Bereich, wo Russland besonders stark ist, da sind auch Landwirtschaft, viele Bereiche, die nicht mit Rohstoffen zu tun haben. Und übrigens insgesamt, wir merken, dass in Wachstumsquoten der Außenhandel dieser Teil der nicht
nicht Embargo, ich wollte was anderes sagen, dass die Rohstofflastigkeit der russischen Exporte geht langsam zurück und wird immer mehr Anteil von hochtechnologischen Produkten. Wie hat der Herr Präsident ja auch gesagt, Präsident Putin, bei Beginn des Embargos, dass die Chance, dass wir unsere Produkte jetzt selber entwickeln und selber verkaufen. Aber besonders betroffen vom Embargo, so hört man, sind die neuen Länder mit ihren landwirtschaftlichen Produkten, Käse, Butter, Fleisch, was sie nicht mehr liefern durften. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, hat sich ja deswegen dafür ausgesprochen, das Embargo zu überdenken, zu neu zu besprechen. Ja. Ist das so? Naja, das stimmt. Aber wichtig ist, dass durch das wirtschaftliche Entwicklung doch vorangeht und wir freuen uns, dass in Russland im letzten Jahr 2,3% Wachstum war. Das hat auch ein bisschen was zu tun gehabt mit Öffnung zum Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Leider hat immerhin, aber Sie liegen einen Punkt vor uns beim Wachstum. Leider hat Deutschland verloren. Das hat uns alle, unglücklich, kann man sagen. Weil wir haben erhofft, dann einen guten Fußball, deutschen Fußball bei uns in Russland erleben würden. Wer übrigens glücklich war, diejenigen, die Watutinkin nach der deutschen Mannschaft untergebracht waren. Das ist unser Ressort. Nach dem Abreisen der deutschen Mannschaft war sehr viel Bier übrig geblieben. Man durfte den Brief Bier nicht verkaufen, weil das war für die Mannschaft vorgesehen und Begleitung. Und da hat man einfach verschenkt. 3 Monate lang hat es gedauert. Glück. Da wissen wir mal, was die deutsche Nationalmannschaft so mitnimmt auf dem Turnier. Vielleicht war das der Grund, weshalb sie verloren haben. Haben schon zu viel Bier vorher getrunken. Naja. Ich will noch mal darauf zurückkommen, was Sie eben gesagt haben. In Russland selbst gibt es neue Entwicklungen und neue Produkte, die Sie auf den deutschen Markt bringen. Was ist denn das, was neu ist von den Exportprodukten Russlands? Ich würde mal erinnern, vielleicht einige wissen es auch nicht, dass zum Beispiel einer der stärksten Computer in Deutschland ist aus Russland gekommen. T-Plattform hat das geliefert, Lomonosow-Universität war an der Entwicklung beschäftigt. Und aus IT-Bereich insgesamt kommen viele Startups nach Deutschland. Das erste Hub, russischsprachige Hub, ist auch in Berlin entstanden mit Unterstützung von unserer Repräsentanz von den Firmen aus dieser Branche. Aber es gibt auch andere Bereiche, sobald man hochtechnologische Bereiche betritt mit IT-Technologien, dann entdecken Sie eine ganze Breite von Möglichkeiten, die vielleicht früher nicht gegeben war. Und da sehen wir, dass es möglich geworden ist, zum Beispiel virtuell gemeinsame Entwicklung voranzutreiben. Ein uraler Unternehmer hat mit deutschen Entwicklern Neues für Lokomotive entwickelt, Kübelwelle neu konstruiert. Und hat ausprobiert die Herstellung hier in Deutschland, Baden-Baden. Oder ein anderer Bereich für Airbus in Hamburg wird immer mehr Titanium-Produkte gefragt. Und Russland hat Erfahrung mit Bearbeitung von Titanium. Das unterliegt nicht im Embargo? Titanium? Es geht um friedliche Produktion von Flugzeugen. Gemeinsame Aktivitäten sind nicht verboten. Wir haben noch mit den Amerikanern eine enge Zusammenarbeit. Übrigens, amerikanische Boeings, Boeing hat immer Titanium in Blocken gekauft, dann verarbeitet und Abfälle nach Russland zurückgesendet. Die hat man wiederum verarbeitet, wieder Blocke gesendet. Es ist Schluss damit seit langem. Man stellt die Teile, Boeing-Teile in Russland selbst. Und ich glaube, das ist ein gutes Modell. Das, wo die Rohstoffe gewonnen werden, muss man auch herstellen können müssen. Und Breite von dem, was da hergestellt wird, ist groß. Aber wenn Sie nochmal, oder ich nochmal auf das Embargo zu sprechen kommen darf, wie stark sind denn die Beeinträchtigungen heute noch? Ich meine, 2014 war Ukraine-Krise, 2019 haben wir jetzt, 5 Jahre. Ist viel kompensiert worden, was ausgefallen ist in den ersten 2 Jahren, sodass man sagen kann, es funktioniert wesentlich besser wieder zwischen Deutschland und Russland?
Ich würde generell sagen, also es gibt also ein, ich weiß nicht, wie das genau errechnet wird, Standfestigkeitsindex sozusagen des Landes zum diesem Embargo einflussen. Standfestigkeitsindex. Ja, ja, sowas. Und ich glaube, Russland ist ganz hoch positioniert in diesem Range. Also da ist 15 Mal stärker geschützt für, aus inneren Möglichkeiten, zum Beispiel wie im Vergleich zum Ukraine oder Türkei. Und in dem Sinne, die Anpassung war mehr oder weniger leicht gefallen. Aber das Wichtigste ist, dass diese Wiederherstellung, es geht nicht um Sanktionen zu umgehen oder wieder was aufzubauen, es geht, was Neues zu entwickeln. Und ich glaube, das Neue ist, dass immer mehr auch deutsche Unternehmen sich lokalisieren, ihre Produktion in Russland lokalisieren. Und das ist eine wichtige Entwicklung. Wenn Klaas jetzt angefangen hat, Teile herzustellen in Russland, die in Deutschland verwenden, dann ist es schon eine neue Entwicklung. Und die ist eigentlich, liegt außerhalb der Sanktionen, weil das ist ein russisches Unternehmen, der international tätig ist. De facto ist es ein russisches Unternehmen, Klaas Russland. Genauso mit vielen anderen Unternehmen. Neulich hat Mercedes ein Werk eröffnet, nicht weit von Moskau. Darüber reden wir nach einer kurzen Werbepause. Denn da war eine große Eröffnungsfeier mit dem noch damaligen Chef Dieter Zetsche und dem Präsidenten von Russland, Putin. Und darüber gab es dann auch viel zu berichten hier in Deutschland. Und viele haben gesagt, wieso ist er da und wieso baut Mercedes dann Werk? Aber darüber wollen wir nach einer kurzen Werbepause reden mit Sergej Nikitin. Er ist, jetzt lese ich mal vor, der Leiter der Repräsentanz der Handels- und Industriekammern der Russischen Föderation in der Bundesrepublik Deutschland. Korrekt? Genau. Sehr gut. Bis gleich.